Hallo Leute, hier ist wieder euer Gartolk. Willkommen zurück zu Let's Play Scribblenauts Unlimited. Woohoo, wir sind ein Elf. Sehr gut, hallo Gartolk. Ich mag ihn. Er bewegt sich nicht mal, weil er eine Statue ist. Ein bewegungsloser, zahmer Gartolk. Sehr gut. Ich will zur Weltkarte. Wir haben noch etliche Sachen vor uns. Naja gut, so viel jetzt auch nicht mehr. Aber trotzdem, wir haben noch was vor uns. Wir gehen hier in den Saurus-Park. Ich habe schon mal kurz reingeguckt. Einfach nur vor den Lulz. Und weil meine Aufnahme einmal verkackt hat. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe nämlich nichts gemacht. Wuhu. Hallo. Ich habe meines Lelas Bierzeug-Flugsaug-Perodactylus verloren. Findest du ihn für mich? Aber na klar, Lila, ich schreibe mit Perodactylus. Perodactylus. Jetzt spiel mit ihm! Guck mal, Dino. Mann, der Junge ist so... Moment, ich weiß gar nicht, ob das geht. Laborgerät, Schleuder. Da. Nicht? Keine Lust. Sieht aus wie ein Mixer. Egal, den finden wir bestimmt schon mal. Irgendwann wieder. Oder der Junge verhungert. Gib den Abtoren Beute, die sie fangen können. Na gut. Wir geben ihn einen Roadrunner. Oder eine Radmutter. Wieso gibt es keine Roadrunner? Roadrunner sind richtige Tiere. Da geht es nicht um diese Vögel. Mit dem Kojoten. Das scheinen sie nicht zu mögen. Was fressen die denn so? Brokkoli. Ich weiß nie, wie man Brokkoli schreibt. Passt aber irgendwie dazu. Zu dem. Das ist ein fetter Fisch. Die mögen doch bestimmt Fische. Kluges Mädchen. Es hat sich in einen fetten Kuhschädel verwandelt, okay. Gott, der sieht aus wirklich wie von Jurassic Park. Entdecke den laufenden Allosaurus und fang ihn ein, nicht jetzt. Hallo. Ich bin übrigens ein LARP. Okay. Entschuldigung, hallo. Wir wollen einen Dinosaurier spielen, der uns nicht auffrisst. Okay, Süßer, kleiner, netter Raptor. Alter, Raptoren! Aber. Süßer, kleiner, netter T-Rex. Der spielt mit euch. Ja, und sie hat natürlich Angst. Hallo. Yo, mei. Damit man einen Dinosaurier klonen kann, muss dieser Bernstein etwas anhalten, das Blut saugt. Okay. Meine! Na gut, ich gebe ihn wieder. Okay. Lalalala. Ups. Bist du? Klonmaschine.
und steckt meinen Vampir rein. Hey. Da. Du hörst mal auf damit. Du hörst. Nimm das Ding wieder mit. Hallo. Ich rede gleich mit euch. Ups. Ich glaub nicht, dass ich getan hab, was ich hätte es tun sollen. Was sagt denn die Starwillen? Sie sagt, ich hab den geschafft. Warum hab ich dich ge... Ich... Hat die Mission geklappt? Keine Ahnung. Hallo. Das ist eine Kamera. Tourist. Schaf. Dieses Schaf sieht einfach nur aus wie ein Schaf. Hilf, damit es in die Ausstellung passt. Ach so, die malen die an oder was? Triceratops Maske. Tageslichtprojektor, das wird bestimmt helfen. Hier. Grüne Farbe. Moment, nee, ich kann dem doch Objekt. Irgendwer hat gemeint, ich soll doch mal wieder, ich soll doch mal hier Objekte und Adjektive hinzufügen. Dann kriegt er jetzt grün. Grüne. Okay. Große. Stachelige. Was hat denn so ein Dings noch? Keine Ahnung, vielleicht reicht das ja schon. Ein Fauxsaurus. Es ist aber... Es ist und bleibt ein Schaf. Mäh. Was bist du für einer? Verhindere, dass der Rex die Dinosaurier jagt. Welcher Rex? Ach, der Rex. Du noch was? Lehrerin. Das Abendessen steckt mir im Hals fest. Lass mich niesen, damit es wieder rauskommt. Pfeffer. Tja. Ist nicht zu kauen. Das fand ich lustig. Auf eine obskure Wahl. Verhindere, dass der Rex die Dinosaurier jagt. Okay, Netz. Oh, mit dem Spinnennetz, da wird das bestimmt gehen. Ist das überhaupt der Rex? Nee, das ist das der Rex. Komm her, Kinder. Komm. Bitte. Danke. Ah, jetzt irgendwo fest am Pfeffer vielleicht. Ich habe keine Ahnung, was ich dir hier tue. Ja, ich könnte ihm jetzt einen Käfig, aber das ist ja langweilig.
Fass? Ein altes Holzfass. Das wird immer dämlicher! Mal die Leine hier weg. Das... Sch- Ich kann ihn nicht ins Holzfass stecken. Käfig. Oh. Passt er nie rein. Moment, ich hab die Idee. Haha. Starr. So. Ach, dann leck mich, komm. Wirklich. Du. Wir können ihn rekonstruieren. Er ist doch schon da. Aber gut, komm, machen wir deinen Spaß. 5 Milliarden Dollar, Dino. Ahaha. Trust me, I'm an engineer. Dieser Tyrannosaurus ist... Rex ist schwer verletzt. Zeit, ihn wieder aufzubauen. Gib ihm als erstes was zum Wedeln. Seit wann wedeln Dinosaurier? Aber... Gib ihm erstmal was zum Wedeln. Schwanz. Du willst mich verarschen! Jetzt haut er mit dem Hammer drauf! Die Operation ist schwingungsvoll verlaufen. Als erstes braucht der Tyrannosaurus Rex eine neue Energiequelle! Energiecontainer, damit er mit diesen Verbesserungen zurechtkommt! Was für Verbesserungen? Na gut, kriegst eine Autobatterie. Das ist die Autobatterie. Hör auf! Was tust du? What are you doing? Stop it! Zeit für die letzte Operation. Wir müssen das Maul des Tyrannosaurus Rex ersetzen. Gib ihm etwas Scharfes, womit er seine Nahrung kauen kann. Oh. Was Scharfes. Was geben wir ihm da? Viele scharfe Dinge fallen mir ein, aber irgendwie nichts, was ich jetzt so... Oh, ich weiß. Eine Glasscherbe. Vielleicht eine Glasharfe? Vielleicht geht das. Nicht? Vielleicht Glas an sich? Nee, kein Glas. Kein Glaskiefer. Dann kommt der eine Kettensäge. Was tust du, Kettensäge? Was hast du getan? Die Operation ist ein Erfolg. Jetzt braucht der Robo-Tyrannosaurus Rex nur etwas Flüssigkeit, damit er läuft. Gib dem Robo-Tyrannosaurus Rex damit er etwas, das sein Herz antreibt. Liebe. Ich brauche etwas toter Robosaurus Rex. Aha. Ich will das eigentlich gar nicht. Mit Limonade! Eine Flasche Limonade hilft. Schied dir gerade recht. Ich hätte den Robo... Ich hätte das nicht gemacht. Töte ihn! Töte ihn und seine Familie! Warte, ich halte ihn auf. Ich halte ihn auf. Moment.
Jetzt stirbst du, du Drecksack! Na gut. Scheiß drauf. Ich geh mir ein Starride holen. Woohoo! Das sieht so dämlich aus mit diesem Mundschutz und wenn man dann so klein ist. Ich brauche mal einen neuen Charakter, denke ich. Weiter! Woohoo! Du lebst ja noch. Avatar auswählen, natürlich. Das kriegen wir hin. Wen nehmen wir dann? Oh, wir nehmen den Ninja. Tut mir leid, jetzt seht ihr jetzt mal meinen Charakter nicht mehr, aber hey. So. Es ging doch irgendwie nach oben. Kann ich das eigentlich nochmal? Gut. Jetzt haben wir zwei Charaktere, die ihr nicht sehen könnt. Tut mir leid, dass ihr die halt nicht seht, aber... Beträchtlicher Plädosaurus. Na, no. Ich wollte ein Smiley haben. Hilf mir, der Plesiosaurus beizubringen, wie man Körbe wirft. Dieses Gesicht passt gerade so. Du hast hier 20 Tonnen schwere Dino und willst, dass er Körbe wirft. Ich sollte dich ins Wasser schubsen. Moment. Körbe wirft. Okay, du hast es verdient. So. So. Diese Frau hat einen Hals aus Stahl. Wasseranimation finde ich cool, dass man hier so verzerrt. Aber gut. Du kriegst einen Gummiball. Du hast einen Gummiball. Und jetzt stirb! Ich schaff das auch! Der Fels ist ein Witz! Nessie hilft. Fels ist ein Witz. Okay. Oh, ich dachte, ich könnte da drauf springen. Hehehe. Holt ihr hin! Schmetterling. Dieses Schmetterling verbraucht die in der Zukunft eine Katastrophe. Beseitige ihn, bevor es zu spät ist. Nothing. Oh, hey, cool. Spielzeughafter violetter Pterodactylus. Den nehmen wir mal mit. Da steht übrigens eine Zeitmaschine rum. Okay. Moment. Da. So. Das ist auch. Ja, da habe ich noch ein Vampir reingesteckt. Wo ist eigentlich hin? So. Da ist was drin, was Blut saugt. Hier! Nimm's! Oh, du Vollhonk! So, wir müssen einen Schmetterling töten. Ich brauche ein Laserschwert. Das geht übrigens sogar. Cool.
Toll gemacht. Sehr geil. was ist dir dabei da oben? Was tut ihr da? Hilfe! Sag dafür, dass er mich per Nazi fallen lässt! Ich wollte jetzt mal einen Laserspit werfen. Was ist das? Oh, eine Signalpistole, genau. Ich hätte auch die Stollen Schloss benutzen können. Was? Keine Ahnung. Ja. Jetzt hab ich dem Pterodactylus eine Solo gegeben. Das war dämlich. Ich brenne. So. Ihr beiden. Sieht aus wie ein Priester, der hier. Ich glaube aber, das soll übrigens der Time Lord darstellen. Aber gut, ist doch scheißegal. So, hi! Hi, du! Entdecke den laufenden Allosaurus und fang ihn ein. Ich weiß nicht mal, was ein Allosaurus ist. Das da? Ach, das sind die. Die sind cool. Oh, der ist so schwer zu finden. Ein Dinosaurier ist entlaufen. Schreibe jemanden, der ihn wiederfinden kann. Das sieht aus wie so ein Drogenbaron. Ja, mein Kumpel. Wer findet denn sowas? Steinzeit, Mensch. Finde! Los! Der Jäger findet vom Saurier keine Spur. Gib ihm ein Gerät, das ihm hilft, den Dino aufzuspüren. Du bekommst eine Astralbrille. Astralgeist, Angelrolle, Antragstelle, Artillerie. Was? Wie findest du mit Artillerie, Leute? Der Plan des Jägers ist es, den Dinosaurier zurück in den Käfig zu locken. Platziere etwas im Käfig, das den Dinosaurier ködert. Okay, dann nehmen wir einen faulen, keine Ahnung, Tourist, die wollte jeder fressen. Ja, ja, I see what you did there. Blöde Neandertaler. Oh Gott. Der Dino hat den Köder nicht beachtet und sitzt den Jäger in die Falle. Gib dem Zoobeter etwas, dass er die Aufmerksamkeit des Dinos auf sie zieht. Okay. Los! Der Dino sieht nach dem vielen Jahren ziemlich müde aus. Finde einen Weg, ihn einzuschläfern. Oh. Narbendeckel. Der Sandmann. Du, something. Something useful. And it worked! My evil plan worked!
Mit einem Neandertaler, einem Touristen, einem Ghetto-Blaster und dem Sandmann habe ich dieses Rätsel gelöst. Ich bin der größte Mensch der Welt. Ah, und einem Artilleriegeschütz. Mein Fehler. I'm awesome. Gut. Damit würde ich dann aber auch sagen, das war's dann, ne? Ja, komm, scheiß auf die zwei Dinge. Gut, damit würde ich sagen, mein Name ist Gotthog, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte es auf jeden Fall und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin und ciao, ciao.